Sonntag, der 30. Oktober. Ein wunderschöner Herbsttag in Wiesbaden. Doch die Idylle ist getrübt. Es ist Großdemo-Tag in der hessischen Landeshauptstadt. Ein Großaufgebot der Polizei trennt die beiden Lager. Befürworter und Gegner eines Bildungsplans zur sogenannten Akzeptanz sexueller Vielfalt an Hessens Schulen. Wie bereits in anderen Bundesländern angestoßen, will auch die hessische Landesregierung das Thema sexuelle Vielfalt zum Leitprinzip erklären. Von der ersten Schulklasse an, fächerübergreifend und in enger Zusammenarbeit mit Lesben- und Schwulenverbänden. Und wie in Baden-Württemberg hat auch in Hessen der Gegenprotest einen Namen. Die Demo für alle, organisiert von Hedwig von Beverförde, die mit dem Zulauf zur ersten Veranstaltung in Wiesbaden offenbar zufrieden ist. Wir waren fast 2000, nicht ganz, 1900 und ein paar Gequetschte und bin sehr zufrieden. Es war toll, war wirklich toll. JFTV Direkt. Ein Bericht zur ersten Demo für alle in Wiesbaden. Hessische Verhältnisse. Wenige Wochen nach Bekanntwerden des hessischen Bildungsplans erinnert bereits vieles in Wiesbaden an den Bildungsstreit im Schwabenländle. Zum Beispiel die Berichterstattung ortsansässiger Medien wie der Hessenschau des Hessischen Rundfunks, der einige Tage vorm ersten Großdemotag die übliche Losung ausgab. Rechtspopulisten auf der einen Seite und ein Bündnis für Vielfalt auf der anderen. Auf der Straße in Wiesbaden gibt sich das Bündnis für Vielfalt allerdings ganz und gar nicht vielfältig, erst recht nicht repräsentativ für die breite Gesellschaft. Überwiegend junge Leute und Studenten, fast ausnahmslos aus dem rot-grünen Lager, zum Teil auch Anhänger offen linksextremer Gruppen wie der sogenannten Antifa. Hauptsache bunt. Also gibt es bunten Hip-Hop und Straßenblockaden, beliebtes Mittel der selbsterklärten Toleranten, die zwar Akzeptanz für sich und ihre Ziele fordern, aber Andersdenkenden gerne mal Grundrechte wie Versammlungs- oder Meinungsfreiheit aberkennen. Und es im Übrigen auch mit der Wahrheit nicht immer so ganz genau nehmen. Also ich wollte euch nur mal kurz informieren. Wir hatten eben Kontakt mit der Presse und auch mit Kommunikationsbeamtinnen, Beamten von der Polizei. Da gehen die Schätzungen, wenn sich das nicht inzwischen sprunghaft vermehrt haben sollte, auf Seiten der Demonstration für alle auf dem Luisenplatz ca. 700 bis 750 Personen. Die Presse, die davon berichtet, sagt, es wäre schwer auszuhalten, die Inhalte, die da von sich gegeben würden. Offen stehen Nazis auf dem Platz, also NPD ist da auch deutlich erkennbar, wohl offensichtlich nicht nur über die Inhalte, die verbreitet werden, sondern auch, sonst wird ja gern vermieden, dass die Leute identifizierbar sind. Also es ist offen ein ganz erhebliches ultrarechtsradikales Potenzial bei dieser Demonstration vorhanden. Das ist momentan die Situation. Dankeschön. Wir sind bei der Demo für alle auf dem Luisenplatz. Begutachten das ultrarechtsradikale Potenzial, das sich hier, wohlgemerkt laut Presse, eingefunden haben soll. Ich habe gerade auf der Gegendemonstration gelernt, dass das hier alles Nazis seien. Sehen Sie das auch so? Nein, überhaupt nicht. Also sehen wir auch die Nazis? Also ich bin keine Nazi. Nee, das muss ja korrigiert werden. Hier sind nur die Eltern, Familien, Kinder und die Omas und Opas, die ihre Zukunft Sorgen machen. Also das hat nicht mit dem Gotteswillen. Wo sehen Sie denn Nazis hier? Nein, in keinster Weise. Hier waren ganz normale Bürger, hauptsächlich Mamas und Papas, Omas und Opas, die dagegen demonstriert haben, dass momentan der hessische Lehrplan die Sexualerziehung in die falsche Richtung lenkt. Ich bin als Mutter hier, ich bin als Oma hier, weil meine Kinder werden ja hier auch ihre Kinder großziehen. Deswegen, also wir sind hier, weil wir dieses Kulturprogramm nicht unterstützen und dann das muss sofort zurückgesetzt werden. Also was kann man für sechsjährige Kinder sowas beibringen? Für mich persönlich ist es das Gendertum, das da drin erwähnt wird, manifestiert wird und die gewaltsame Erziehung zu akzeptieren von irgendwelchen Dingen, die maximal noch toleriert werden können, aber auf keinen Fall akzeptiert werden können. Männer und Frauen sind anders, wir sind psychologisch anders gebaut und Gender möchte uns klar machen, dass wir alle identisch sind, dass es egal ist. Mutter, Vater spielt keine Rolle und da bin ich voll dagegen. Wie in Baden-Württemberg scheint auch in Hessen die Demo für alle deutlich vielfältiger zu sein als die ihr gegenüberstehenden Gruppierungen.
Dabei bestreitet die Organisatorin nicht, dass sich vereinzelt auch Rechtsextreme unter die Demo-Teilnehmer gemischt haben könnten. Also wir hatten am Anfang den Eindruck, dass sich hier einige eingeschleust haben. Da wir vom Versammlungsrecht her keine Handhabe haben, Leute, die unauffällig sind, von unserem Platz zu verweisen, muss man sich einfach darauf beschränken, sich klar zu distanzieren. Das habe ich am Anfang der Versammlung hier auch gleich wieder getan. Also wir hatten es ja schon im Internet und wir haben es sowieso schon auf unserer Webseite und bei Facebook und überall. Keine Distanzierung besteht hingegen auf der Gegenseite, wo linksradikale und linksextreme Gruppen wie selbstverständlich zum breiten Bündnis dazugehören. Das ist ein wirklicher Skandal und dort habe ich keinerlei Distanzierung bis jetzt gehört. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, falls ich das nicht mitbekommen haben sollte. Aber das ist skandalös und das zeigt, dass in diesem Land leider eine ziemliche Schieflage besteht mittlerweile. Auch diese Schieflage ist aus Baden-Württemberg bereits bekannt. Dieselben Medien, die händeringend nach vereinzelten Nazis unter 2000 Demonstranten Ausschau halten, finden offenbar nichts Kritikwürdiges an der intensiven Kooperation der Bildungsplanbefürworter mit gewaltbereiten und extremistischen Gruppierungen. Deren plumpe Provokationen es zwar bis in die Demo für alle schaffen, jedoch nicht in die Berichte öffentlich-rechtlicher Sendeanstalten. Zu der Gegendemonstration haben rund 100 hessische Initiativen, Verbände, Parteien und Organisationen aufgerufen. Sie setzen sich lautstark und bunt für Vielfalt in Hessen ein. Und so indifferenziert positiv hier über alles Linke berichtet wird, so indifferenziert negativ setzt man auf der Gegenseite demokratische und extremistische Parteien gleich. Diese Meinung vertreten auch NPD und AfD, die zur Teilnahme aufgerufen haben. Demonstrierende Familien, provozierende Gegendemonstranten, manipulierende Leitmedien. Also alles wie im Ländle? Nein, einen Unterschied gibt es da schon. Sozusagen auch in dieser Sache hessische Verhältnisse. In der Tat, es gibt einen sehr großen Unterschied, dass nämlich in Baden-Württemberg wir auch durchaus mit Unterstützung von CDU-Leuten und auch Gruppierungen gegen einen grün-roten Lehrplan oder damals Bildungsplan vorgegangen sind und hier eben jetzt ein CDU-Kultusminister in dieser schwarz-grünen Koalition, die hier eben ist, diesen unfassbar krassen Lehrplan hier ja, gegen das Votum auch der Elternvertretung und der katholischen Kirche durchgesetzt hat. Trotzdem steht der hessische Plan nach Einschätzung von Beverfördes seinen dunkelrot-grünen Pendants in anderen Bundesländern in kaum etwas nach. Ich finde diesen Lehrplan ganz besonders krass. Wenn also schon Kinder ab der Grundschulklasse sich mit kindlicher Sexualität auseinandersetzen sollen, das ist wirklich, das ist Professor Silat's Schule, sexuelle Vielfalt, der einfach behauptet, es gäbe eine solche kindliche Sexualität, die sozusagen jetzt auch noch Thema werden soll. Wenn also Homo, Bi, Trans und so weiter Themen verpflichtend für Sechsjährige bereits in den Schulen behandelt werden müssen, und zwar als ein Schwerpunktthema, dann ist das Gender pur und ist mindestens so krass wie das, was wir in Baden-Württemberg erlebt haben. Kaum verwunderlich also, dass es gerade unter CDU-Wählern in Hessen gehörig rumort. CDU-Wählerin jahrelang und jetzt bin ich so enttäuscht, ich werde sie nicht mehr wählen, Frau Merkel, es tut mir leid. Ich werde CDU in der nächsten Wahl bestimmt nicht wählen. Mal gucken, wie es dann wird, aber ich bin so enttäuscht. Eine Enttäuschung, die vor allem daraus resultieren dürfte, dass seitens der CDU im letzten Landtagswahlkampf von solchen Bildungsvorhaben nie die Rede war. Drum bin ich hier, ja. Also das ist schon überraschend, dass sowas passiert. Hätte man nicht gedacht. Tatsächlich empfinde ich das als eine völlige Falle. Davon war überhaupt nicht die Rede. Das ist erst jetzt im Nachhinein, sage ich mal, gekommen. Und nee, nicht mit mir. Vor der Wahl natürlich auch nicht absehbar, dass es eine Koalition, also mit der Grünen zusammen gibt. Von daher wusste man natürlich auch nicht, wo genau die Knackpunkte sein werden. Jetzt mit den Grünen zusammen hat man gesehen, wo so ein Knackpunkt sein kann und dagegen gilt es zu demonstrieren. Ja, ich bin immer noch in der CDU, aber es fällt einem wirklich von Tag zu Tag schwerer oder sagen wir von Monat zu Monat schwerer, wenn man in immer weiteren CDU-Landesverbänden sieht, dass dort also um den Grünen zu gefallen, deren Agenda, die eben insbesondere in diesem Punkt mit der Lesben, Schwulen, Trans und so weiter Agenda übereinstimmt, hier also mit, nicht nur mitzutragen, sondern sie eben auch noch selbst durchzusetzen seitens CDU
Ministern. Und deswegen ist dieses Thema jetzt auch wirklich sehr wichtig hier in Hessen, weil wir hier ganz klar machen müssen, dass diese Art von Koalition, also auch vor allem in den Themen und in den Überzeugungen, absolut nicht geht und dass die auch im Bund keine Zukunft hat. Also wenn die CDU so weitermacht, wie sie hier jetzt in Hessen mit diesem Sexualerziehungslehrplan angefangen hat, dann kann sie die Wahl zum Bundestag nächstes Jahr absolut vergessen. Davon bin ich überzeugt. Immerhin könnte die CDU dann in ihrem Bundestagswahlkampf auf tatkräftige Unterstützung ganz neuer Sympathisanten hoffen. Die selbsterklärten Bunden, Grüne, SPD und Linkspartei, protestieren mitsamt der linksextremen Antifa für einen CDU-gemachten Bildungsplan. Wahnsinn, diese hessischen Verhältnisse. Ja, irre. Also es ist verrückt, da könnte es gar nicht mehr sein. Und das Gute daran ist, dass jetzt wirklich auch der Letzte, der immer Augen, Ohren und Mund schließt und nichts wissen und hören möchte, einfach mitbekommt, dass die Welt Kopf steht und dass eben leider gerade auch die CDU Kopf steht und dass sich jetzt hier etwas entscheiden wird. 5, 4, 3, 2, 1, wuhu!